Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Jiggies of Time. Es geht wieder weiter hier in Grundhildas Festung im Schloss von Gannon quasi. Und wir waren im letzten Part schon ordentlich unterwegs, haben einige Rätsel gelöst. Und heute werden wir uns das Schloss an sich mal genauer vornehmen, weil im letzten Part eigentlich nur so nebensächlich drumherum geschwänzelt quasi. Und heute gehen wir mal richtig ins Schloss. Sieht gar nicht so viel aus. Ich bin mal gespannt, wie weit wir hier überhaupt kommen. Was es noch für Rätsel zu lösen gilt. Mal gucken, können wir hier irgendein Bild einschlagen. Das ist doch eigentlich immer so ein Standardding. So, hier sehe ich auf jeden Fall Noten. Ich höre Bienen. Ey, Coco. Haha. Das war nicht Coco, oder? I don't know. Ich glaube nicht. So, da unten ist der Typ noch. Den können wir vielleicht auch mal verprügeln. Mal gucken. Oh, gar keinen Bock auf Bienen. Weil die sind unten, ne? Ich glaube, die sind unten. So, da geht's auch noch weiter. Eier müssen wir nicht einsammeln. Wir haben 100 Eier. So, auch der ist weg. Und jetzt haben wir 55 Noten. Fehlen ja auch nur noch 45. Hört sich gar nicht mehr so schlecht an hier. Ne, okay. Dann, ich würde sagen, wir haben ja jetzt jeweils hier noch einen Gang. Links und rechts. Da gehen wir erstmal rein. Gucken mal, was sich dort... Ah, da ist die Toilette. Hallo, mein Freund. Oh, shit. Ah, das ist so geil mit dem Leben, ne? Das ist so gut. Okay, wir haben schon den Hinweis bekommen. Wir sollen auf jeden Fall mal in die Toilette... Oh, da würde ich auch nicht reingehen wollen. Oh. Jinju habe ich jetzt auch gerade gehört. Mal hier. Könnte ich mir... Oh. Okay. Wo war der denn? Wo hat der sich denn versteckt? Einfach so hinter der Dusche. So, wir müssen mal da oben drauf und dann ins Waschbecken. Da ist auf jeden Fall noch ein Jumbo, Mumbo-Schädel. Mumbo-Bumbo. So, Eier haben wir genug. Zack. So, 25 und dann, wir sollten mal in die Toilette tauchen. Oh, oh. Ja, das stimmt. Mario wäre da auch nicht reingegangen. Oh Gott, was? Aber wir kommen einfach in einem Mario-Level raus und hier bei ihm als Mumbo-Dumbo-Schädel. Hübi. Nein, ah, jetzt bin ich wieder reingesprungen. Ich trottel. Da wollen wir natürlich mal reingucken, ne? Die Sache ist halt, wir verwandeln uns mit Sicherheit hier drinne jetzt. Ich bin mir fast sicher. Wollen wir das schon? Oder wollen wir erstmal alles andere erforschen noch im Schloss? Ich glaube fast, das wäre die bessere Variante, oder? Was meint ihr? Wir erforschen hier erstmal ein bisschen. Gucken mal, in was wir uns verwandeln und so. Und dann gehen wir nochmal zurück. Hier fehlt noch eine Note. Ach, schön. Schöne Musik. Oh nein. Böse Schneemänner. Wir kennen die schon. Aber kann sein, dass wir die umfliegen können. Dass wir denen fett ins Gesicht fliegen können. Ah, die Musik ist toll. Mario 64, ne? Du. Wenn wir schnell genug laufen, erwischt er uns auch nicht. Hey, mein Freund. Tschüssikowski. Okay, da haben wir noch ein paar Eier. Die Noten hauen halt gerade aktuell wieder gar nicht hin, ne? Die sind gerade einfach komplett durcheinander. So, da ist wieder Eiswasser. Da ist 100 Pro bestimmt auch noch irgendwas drin. Da haben wir auch noch Noten. Und da halt schon wieder ein Schloss. Aber was ist das für ein Schloss? Und wo geht's da hin? Ah, ein Jinju. Ein Jinju mit Eis. Oh. Nicht die schon wieder.
Na gut. Den Hammer. Zack, Alter. Nummer 3. Hä? Finden noch zwei Stück? Gut. Dim, dim, dü, 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 dim. So, dann sind wir bei 65. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Und dort haben wir auch wieder komplett alles Eiswasser. Da sind auch Noten drin. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall mit irgendjemandem hier drin. Oh Gott, nein. Tauchen. So, und ich denke mal, es ist jetzt hier direkt Mumbo-Time, oder? Jo. 25. Geil, dass wir auch genau 25 jetzt haben. Und es wird vielleicht die letzte Verwandlung sein. Und wir sind jetzt direkt auf 0. Und sind ein Eisbecher. No. Jetzt sind wir einfach ein Eisbecher. Eine goldene Feder. Aber nur eine. Einfach ein Eisbecher geworden. War noch irgendwas anderes? Nee, ne? Wir sind einfach nur ein Eisbecher. Wie doof. Leute, wir sind Eisbecher geworden. Dim, dim, du, 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 dim. Ja komm, wir jumpen einfach mal direkt ins Water rein. Ach so, das ist komplett alles Eis. Oh shit. Keine gute Idee. Okay. Ah, dann kommen wir aber irgendwo, kommen wir ins Eis rein. Irgendwo gibt es ein Loch. Mit Sicherheit. Oder? So, erstmal hier hoch. Dim, dim, dim. Da haben wir noch einen Mumbo. Also ich bin echt froh, dass wir die alle schön eingesammelt haben. Zumindest haben wir es versucht. Es gibt wahrscheinlich noch irgendwo, keine Ahnung, 20 oder 30 versteckte Mumbos, die wir nicht haben. Aber wir haben zumindest so viele, dass wir das Level durchgespielt haben. Oder das Spiel durchgespielt haben. Das ist mir schon mal sehr, sehr viel wert. So, da ist auch irgendeine. Das bedeutet Tod. So, eine rote Feder nehmen wir uns auch mit. Da haben wir noch eine goldene. Es ist halt jetzt die Frage, wo soll ich jetzt hin? Du, 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 du. Kann ich hier? Hier ist nichts. Okay, dann gucken wir hier nochmal, würde ich sagen. Ansonsten müssen wir uns erstmal wieder zurückverwandeln. Wir müssen ja irgendwie unter das Eis. Oh, da ist auch die letzte Wabe. Irgendwie müssen wir unter das Eis kommen. Aber ich habe den Weg noch nicht gefunden. Du, 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 du. Ich glaube, da sollten wir uns erstmal. Oh, hier. Das sieht gut aus. Ja, das sieht gut aus. Hier kommt man in das Eis. Okay. Ja, und da ist nämlich auch Eiswasser. So, und jetzt. Was ist mit der Kamera los? Okay. Schön. Gut, dann können wir hier jetzt mal in aller Ruhe die Noten einsacken. Als Eisbecher einfach. So, was haben wir denn hier noch? Noch so ein Schädel. Das ist ja kein Problem für uns. Ich kann pokern. So, was haben wir hier? Warte mal, hier ist irgendein Game. Boah, das sagt mir auch gar nichts. Was ist denn das? Gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, was das für ein Game ist. Bin mir nicht sicher, ob ich das schon mal gesehen habe. So, hier ist auch gar nichts. Und dann schön vorsichtig wieder zurück. So crazy diese Level. Also, die Leute, die sich dieses Level-Design ausgedacht haben, die sind schon echt crazy. Kann man nicht anders sagen. So, da ist einfach ein Totenschädel. Will ich da reinspringen? Das ist bestimmt wirklich tot. Ich merk's mir mal, dass da noch was ist und man da vielleicht reinspringen kann. Um noch irgendwas zu bekommen. Möglicherweise. Aber ich sehe es jetzt einfach mal als tot an. So, und die letzte Wabe. Damit haben wir noch ein Leben mehr. Ist das geil. Mega. Damit haben wir das auch completed.
Dum, 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 du, 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 dum. Dum, 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 du, 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 dum. Sind noch ein stärker geworden einfach. Oh, guck mal, da geht's auch rein. Wo geht's denn hier? Ho, 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 ho. Ich bin... Oh Gott. Ganz vorsichtig. Ich hab Angst. Okay, wir kommen auf den Balkon. Oh Gott. Oh Gott. Hab ich Angst? Ja. Sollte ich das haben? Jo. Ich denke schon. Okay, da drüben haben wir eine goldene Feder. Die brauchen wir nicht. Aber da müssen wir lang. Okay, es geht eigentlich bis jetzt. Oh Gott, ich rutsche ein bisschen. Wir müssen aufs Dach drauf, wa? Aber wir haben so ein bisschen Frame-Einbrüche. Ist schon nervig. Aber irgendwie fehlen jetzt wieder Noten. Gibt's hier irgendwo Noten? Hab ich irgendwo was verpasst? Guck mal. Okay, auf der anderen Seite kann man quasi auch hoch. Aber, große Frage, gibt's hier noch was? Ja, hier geht's nämlich auch noch nach oben. Oh Gott. Da werde ich weggepustet. Ja, ein Puzzleteil. Geil, Leute. Haben wir echt noch eins bekommen. Wie krass. Und ein Leben. Schön. Nice. Okay, und auf der anderen Seite waren jetzt noch Noten. Da würde ich jetzt auch noch mal kurz gucken gehen. Das wird ja auch noch vollständig haben. Hier irgendwo. Und da ist ein Ginger, oder? Ja. Zack. 85. Und der Ginger. Ich glaube, dann sind wir hier completed. Wie gut einfach. Hey, geil. Und tot. Okay, es fehlen noch 15 Noten, ein Ginger. Dann haben wir diesen ganzen Sammelpart schon mal hinter uns. Das ist sehr, sehr gut. Darauf erstmal Schluck Kaffee, Leute. Oh Gott. Der ist gefährlich. Hey, nice. So, jetzt müssten wir theoretisch als Eisbecher auch nochmal zurückgehen. Aber ich glaube, ich... Ja, ich glaube, ich würde noch ein bisschen warten. Ich glaube, ich würde warten, bis wir als Eisbecher zurückgehen. Oder was meint ihr? Wollen wir das gleich fertig machen? Gott. Ja, komm. Wir gehen gleich mal gucken. Ist halt die Frage, ob wir schon alles machen können. Normalerweise finde ich immer cooler, erst auszukundschaften als Banjo, wo man überall hin muss. Wir haben halt bis jetzt nur den einen Platz. Möglicherweise sind es aber noch mehr. Müssen wir mal gucken, inwiefern wir da jetzt weiterkommen. Also ich erinnere mich auf jeden Fall gerade nur an den einen Platz. Möglicherweise ist halt oben oder auf der rechten Seite auch noch irgendwo was. Egal, wir gehen erstmal das eine holen. Na, vielleicht kriegen wir da auch noch ein Puzzleteil oder ein Jinjo. Weil wenn wir den Jinjo haben, dann haben wir schon mal einen großen Abschnitt, den wir nicht mehr machen müssen. Und wenn wir alle Noten haben, haben wir noch einen größeren Abschnitt. Warte mal. Wo muss ich jetzt eigentlich lang? Da ging es ja zu der Fee. Boah, ich muss jetzt so ganz eklig... Oder wo waren das? Warte mal, wo waren das? Rote Feder nehmen wir mit. Stimmt, ich muss jetzt so ganz eklig erstmal hüpfen, ne? Boah, gar keinen Bock. Die Musik ist so gut. Ich liebe sie. Aber das ist so eine Mischung aus Breath of the Wild und Ocarina of Time, oder?
Guter Jump. Ja, ich muss dahinter, ey. Och, nö. So, da kam jetzt gleich hier auch nochmal ein Loch. I think so. Ja, 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 ja. Nö, okay, hier nicht. Hier. Oh, ist das knapp. Gar keinen Bock auf diesen Jump. Wenn ich da runterfalle, bin ich bestimmt tot, oder? Ekelhaft. Vielleicht hätte ich andersrum gehen sollen. Ja, da ist einfach direkt ein Puzzleteil zu holen. Noch irgendwas? Ne, leider nicht. Okay, Nummer 6. Eins kriegen wir von den Jinjos. Dann haben wir 7. So, hier sind wir ja schon mal lang gelaufen. Oh nein. Ich will da nicht. Shit. Ich will nicht. Oh no. Das war's. Ich kann alles nochmal einsammeln, oder? Ist das mein Tod? Soll ich machen? Ich komme ja nicht mehr. Ich komme ja nicht mehr weg. Mann, ey. Kann ich die ganze Kacke nochmal machen? Oh, ist das traurig. Gar nichts. Gut Job. Ich bin super traurig. Und ich bin immer noch ein Eisbecher. Mann. I hate this. Ich hätte das zum Schluss machen sollen. Ich hätte das einfach zum Schluss machen sollen. Ganz ehrlich. Da hätten wir vielleicht jetzt noch den Jinju bekommen, den letzten. Und dann wären wir fertig gewesen. Ich gehe jetzt erstmal wieder zurück und verwandle mich. Und dann mache ich erstmal das Schloss fertig. Und guck mal, welche Tücken noch auf mich warten. Hey, ich komme jetzt gar nicht mehr hier raus. Was soll ich denn machen? Ich muss... Hä? Oh, ist das doof. Das heißt, ich muss mich jetzt erstmal... Ich muss komplett aus dem Level raus erstmal. Mann! Oh, ich hasse das. Wozu hast du Leben? Wozu hast du Leben, wenn du alles verlierst? Das ist so gemein. Oder? Ganz ehrlich, Leute. So nervig. Das tut so weh im Herzen. Wenn du hier dir versuchst, dir alles schön, komplett, 100%. Ja, ja, ich weiß. Die Magie wird schwach. Versuchst dir alles schön auf 100% zu trimmen. Und dann, bam, kriegst du einfach so einen Schlag ins Gesicht. Obwohl du Leben hast. Ne? Wir hatten immer 9 Leben. Immer. Immer 9 Leben am Start. Auch wenn du das Spiel einfach mal speicherst und neu startest, du hast dann wieder 3 Leben. Bringt dir also gar nichts. Diese Leben sind komplett sinnlos. Und wenn du keine Leben hast und stirbst, dann wirst du halt auf den Start, auf den Startscreen geschmissen und startest halt auch wieder Neues. Genau dasselbe, als wenn du keine Leben mehr hast. So. Hier ging es doch zur Toilette, oder? Genau. Hier ging es zur Toilette. Da ist noch ein Jinjo. Ich ignoriere die jetzt aber erstmal. Wir machen jetzt mal ein bisschen Schnelldurchgang. Erstmal. Und gucken uns hier alles an. Wir müssen jetzt überall nochmal hin, oder? So, was ist das? Der Thronsaal? Guck mal, hier sind auch nochmal so viele Noten gewesen. Hier hätte ich bestimmt... Wenn ich hier einfach nochmal hier reingelaufen wäre, das ist Breath of the Wild übrigens. Wenn ich hier nochmal gemütlich reingelaufen wäre als Banjo, ich hätte bestimmt schon alle Noten gehabt. Vielleicht auch den letzten Jinjo noch. Ach man, hätte so schön sein können, das muss ich alles nochmal machen. Da haben wir eine Wii U. So. Und da ist Breath of the Wild für die Wii U. Hab ich nie für die Wii U gespielt. Habt ihr das mal für die Wii U gespielt? Ist es da anders? Ich habe es halt immer nur für die Switch gespielt. Ich habe mir extra damals die Switch gekauft, als es rauskam. Aber leider war das auch nicht so mein Spiel. Es hat mich leider sehr enttäuscht. Traurigerweise. Ja, guck mal, das waren noch die letzten 15 Noten jetzt, oder? Oder bin ich falsch? Oder die letzten 10? Wir wären bestimmt jetzt schon komplett gewesen. So, was ist hier? Hier kann man doch bestimmt irgendwas machen. Guck mal, da hinten sind Bücher.
Ich töte das mal, Monster. Fahr das auch rum. Ärgert mich so sehr, Leute. So, ich mache jetzt nochmal ganz kurz. Oh ja, guck mal. Das bedeutet Hochsprung. Okay, da gucken Bücher raus. Ich will hier nochmal ganz kurz reingucken. So. Das kenne ich hier schon. Tschüssi, mein Freund. Da wäre der letzte Jinjo gewesen. Ich hätte es schon nicht mehr machen müssen. Das war einfach der letzte Jinjo. Da drüben sind auch nochmal Typis. Weiß noch nicht, wie ich da hochkommen soll. Vielleicht ist da auf dem Buch auch so eine Sprungplatte. Möglich. Shit. Okay, da kommen wir aber irgendwie rüber. Gut, Leute, ich würde sagen, wir beenden erstmal die Folge. Im nächsten Part geht es dann weiter. Dann dürfen wir das Ganze hier nochmal machen. Oh, gar keinen Bock. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Leute.